Ja, hallo. So fange ich gar nicht erst an. Ich will nicht mehr. So. Nee. Hallo und herzlich willkommen. Ich grinse die ganze Zeit so fett und kann dadurch nicht reden. Oh Mann. Ich scheiß jetzt einfach auf die Anmod und mach einfach so weiter. So. Ja, Gut, also. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Rome Total War Ja. Sie werden sich auch denken, was zum Henker ist da los? Die können gar nichts mehr. Gut, also. Nee, das werden die sich schon früher gedacht Ja, haben. wahrscheinlich. Also im Vergleich zu früher ist das eigentlich noch perfekt. Ja, noch im Rahmen alles. Ja, alles voll im Rahmen. Voll geil. Gut, warte. Der hat gar keinen Agenten bei sich. Das geht mal gar nicht. Was? Was? Apropos Agent, habe ich da eigentlich irgendwas? Weil ich mein letzter Agentin wurde ja, glaube ich, von gewissen Menschen Was? niederträchtig erknüppelt. Die totale Erknüpplung. Wie kannst du es wagen, solche bösen Sachen zu sagen über mich? Das ist nicht wahr und auch nicht korrekt. Damit du es weißt, ich ziehe gerade eine Augenbraue hoch und schaue skeptisch. Okay, das darfst Du hast meine Erlaubnis. Es sei dir vergönnt. Hört, hört. Was isst du denn? Ich Deutsche und du? Euch löse ich auf. Ich Sparta. Du Sparta. Oh, heftige Sauerei. This is Sparta. Gesundheit. Immer gerne. Gut. Minus da. Ich mache die ganze Zeit. Ja. Alles klar? Nö. Gut. Sprich weiter. Ja, ich baue die ganze Zeit meine Sachen, meine Dörfer aus oder meine Hauptgebäude und die kosten ja alle Nahrung. Also minus 8 Nahrung dann. Auf Das ist Dauer, korrekt. ja, auf Dauer ist das nicht so gut. Jetzt hast du mich angesteckt mit deinen Genen. Ja. Ja, das ist ja unmöglich hier. So. Ah, boah, das ist ja cool. Meine Einheiten kriegen schon kommen einfach mit Erfahrungsrang 5 Fünf. aus der Ausbildung. Ja, naja, ist mehr, ja, braucht man ja nicht. Nee, weißt du, so mein General kam einfach 5. Oh je. Einfach mal mit fünf. Also, ich wurde Ich schon mit gebe drei. fünf General. Ach du Scheiße. Gut, also. Kennst du dieses Bild mit diesem komischen? Man weiß nicht so genau, ob es jetzt ein kleiner Junge oder ein kleiner Mann ist. Irgendwie, es sieht halt aus so wie irgendwas dazwischen. Und dann die Frage so drüber: Wie alt bist du? Antwort: Irgendwas zwischen 11 und 40. Und es Nice. sieht halt wirklich genau so aus, du kannst es nicht genauer eingrenzen. Oh Mann. Impossibili. Ach krass, der heftige General, der dich so, oder der die letzten Male so gut war, das ist einer von der gegnerischen Familie. Wieso habe ich den so hochgelevelt? Hä? Ist er vielleicht ausgetreten? Das könnte gut sein. Ja, stimmt, das nervt mich ja immer so. Das Geilste, habe ich, glaube ich, schon öfters erzählt, bei der Rom-Kampagne, wie mein Diktator aus meiner Familie getreten ist, um woanders ein Diktator zu sein. Wow, nice. Ah, cool. Ja, Naja, das du bist dran. hatte ich in meiner privaten Kampagne auch irgendwann mal. Ich hatte so einen richtig guten General und ich habe ihn geliebt, weil der einfach so viele geile Boni hat. Und dann irgendwann,
Der gründet seine eigene Partei. Und ich denke so, du kleine, miese Ratte. Ja. Das ist so heftig. So. Mein Held ist aufgestiegen. Eine Stufe. Na, ja, nicht schlecht. Hm. So, was gibt's noch? Ziele. Stelle eine Flotte in folgender Siedlung auf Apollonia. Eine was bitte? Der Name eines eurer Untertanen ist in aller Munde. Was macht der denn da? Ein Händler aus dem fernen Süden versucht Weihrauch und Gewürze mit eurem Volk zu handeln. Oh. Die exotischen und duftenden Gewürze sind bereits beliebt. Eine Monopolisierung des Handels wird sich als profitabel erweisen. Es den Göttern geben, den Geruch brennenden Weihrauchs gefällt und gefällt und besänftigt die Götter ihn handeln lassen, denn der Handel mit exotischen Gegenständen wird unsere Bilanz stark verbessern oder einfach nichts unternehmen, was sein Händler mit seiner Zeit zu tun entscheidet, hat für uns keine Bedeutung. Ich gebe es den Göttern. Okay. Sparta. Ja, wirklich. Zu euren Diensten. So, dann das nächste, was ich tun werde, ist, ich werde meine Söldner wieder kündigen. Ja. Die fressen ja nur und machen nichts. Richtig. Und sie fressen auch noch mehr als meine eigenen Leute. Ja, natürlich, als sind Söldner. Okay. Da kommt Legio 1, fast Full Stack Richtung Iada. Hm. Das ist nicht bei mir, also ist mir egal. Ja. Ja, du hast recht. Es tut mir so leid. So. Hä? Ich konnte doch ihn hier. Ah nee, warte. Wir machen jetzt erstmal folgendes. Was? Zuerst mal. Und zum zweiten? Entschuldigung. Zuerst mal stellen wir einen großen Hafen her. Mhm. Danach pushen wir die öffentliche Ordnung mit einer Polis. Ich habe den Po gehört. Bauen wir einen Tempel, weil Tempel sind immer gut. Mhm. Und danach bauen wir ein öffentliches Forum. Weil jeder Mensch liebt Foren. True. Und dann habe ich in dieser Provinz, dank meines Erlasses wahrscheinlich auch, schon wieder eine positive Dingens. Bilanz? Ja, das sowieso, aber ich meinte eigentlich eher das mit der öffentlichen Ordnung. Achso. So, Krieg erklärt. Roms Gobla Arschgesicht. Er hat eine neue Ding. Fraktion, du hast Ägypten jetzt schon kaputt gemacht? Unzufriedenheit. Was? Ich? Nee. Hä? Also mir wurde gerade gesagt, dass Ägypten platt gemacht wurde. Ja, aber also Ägypten hatte die ganze Zeit nur... Das ist natürlich dann ungünstig für Ägypten. Ich erwarte eure Befehle. Wie sieht denn mein diplomatischer Kriegszustand aus? Ich habe mit Syrakus Krieg. Na, wenn es sonst nichts ist. Ja, mit Syrakus, Sklaven und halt den spartanischen Abtrünnigen. Oh, den spartanischen Abtrünnigen. Wo sind denn die? Ich überlege gerade, ich glaube, ich tue meinen einen General wieder auflösen, weil den brauche ich dementsprechend dann nicht hier. Und ich schicke den anderen im Gewaltmarsch wieder darüber. Wer stürzt, wird zurückgelassen. Das klingt doch motivierend. Hm, ja. So. Ah, endlich, ich wollte schon immer der Armee. So, und
dann könnte ich jetzt aber unter gewissen Umständen... Ah nee, weil der ist jetzt noch nicht wieder da. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil sonst hätte ich jetzt eine Flotte aufgestellt und vielleicht die spartanischen Abtrünnigen mal platt gemacht. Mhm. Naja, ich bin jetzt tatsächlich bei einer Bilanz von fast 3000 plus pro Runde. Oh, Respekt. Ja, genau. Sobald Sparta Makedonien hat, genau, geht's aufwärts. Ja. Okay, und dann aber auch rasant. Also, ich meine, jetzt die nächsten Schritte werden vermutlich sein, Epidamnos und Navisos einnehmen. Jetzt erstmal eine neue Spionin rekrutieren. Hallo? Hä, ich hab schon eine? Wo ist die denn? Ah! Da oben gammelt die rum. Hast du meine Spionin gesucht, oder? Nein, die sollte rausfinden, wo Eisen ist. Ach so, ah, okay. Das könnte jetzt in der Tat eine ziemlich sportliche Leistung werden. Ja, das ist in Pannonia, Pannonia, oder? Heißt die Provinz so? Ja, ich glaube schon. Also mach mal einen Tab. Weil bei mir heißt es Segestia. Ja, genau, Pannonia. Ja, okay. Siedlung Segestia. Okay. Ja, kannst dich auf jeden Fall in Richtung Norden mal breiten. Also Illyria auf Thrakia. Ja, also ich meine, Richtung Dakien werde ich ja eh gehen. Mhm. Beziehungsweise halt erstmal Richtung Pannonia jetzt. Mhm. Wahrscheinlich gehe ich dann aber wirklich über Illyria so rauf. Dann erkläre ich zwei Fraktionen danach noch den Krieg. Ja, aber das ist eine kleine. Also ja, genau. Die Tyllis, also die in Thrakia sind, die sind ein bisschen größer. Aber ja, die. Also ich meine, im Zweifelsfall baue ich einfach nur eine dritte Armee und gehe dann einfach so einmal straight durch. Ja, oder so, ne? Wenn ich jetzt, aber meine Einheiten sind dafür ein bisschen zu teuer. Ich gucke jetzt aber mal, ob ich noch irgendwas gerade tun kann. Ja, nee, euch lasse ich hier drin stehen, weil ihr sorgt. Jetzt habe ich aus irgendeinem Grund eine öffentliche Ordnung von plus 15 in der Provinz. Wahrscheinlich, weil der jetzt da drüben in Apollonia in der Stadt drin steht. Mit einer Fullstack-Armee. Ja, das ist bestimmt so. Wahrscheinlich der Unterschied. So, okay, aber du wirst dann erstmal noch hier chillen und du kannst ja ein bisschen klauen. Sie werden mich nicht sehen. Bisschen klauen. Ah, dafür brauche ich Eisen und Ding und erst dann kann ich die königliche Kaserne machen. Okay. Okay. Du bist schon bei königlicher Kaserne. Hm. Das ne, ja, wenn ich muss es erst erforschen noch und halt das Eisen auftreiben, aber dann kann ich die königliche Kaserne machen, ja. Hm. Das war ja mein Plan, dass ich zumindest was Truppen angeht, möglichst schnell irgendwas Krasses krieg. Weil wenn du mir mit Gebieten so heftig überlegen bist, dann muss ich das, was ich hab, mit allem, was ich hab, verteidigen. Beziehungsweise mit dem Besten, was ich halt aufbringen kann, nachdem Sparta ja absolute Klasse statt Masse Gedanken pflegt. Mhm. Genau. Warte, du hast fünf und, Siedlungen. Ja. Also Nabatea ist halt drei Städte, aber Arabia hat insgesamt zwei. Und ja, das Arabia Flexis ganz unten hat insgesamt drei. Also sind auch nicht viele. Also, naja. Aber. Ja, die anderen Städte, da oben ist es dichter besiedelt, aber da unten war es halt, ja, also einmal in Niesen. Ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich so mehr oder weniger in Sparta den größten Widerstand kriegen. Hm.
beziehungsweise den ernstzunehmendsten. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald wir gegeneinander kämpfen, wird für mich auch schwer sein, dass ich meine Grenzen auch schützen muss. Und ja. Das also, zum Beispiel wird für mich wahrscheinlich weniger schwierig, weil ich halt nicht so große und nicht so viele Grenzen. Genau. Das war ja auch der bei den griechischen Kriegen, also bei denen Rom Griechenland angegriffen hat. Weil ja, Rom hatte alle Legionen zur Verfügung, weil sie Spanien erobert haben und dann Feinde mehr hatten. Und dann konnten sie alles auf Griechenland schmeißen. Und Griechenland musste, also hatte Norden Feinde, hatte Westen Feinde, Osten Feinde und so weiter. Und die konnten sich ja aber trotzdem noch eine Weile halten, ne? Ja, 3 Kriege lang. Also genau. Erst im dritten Krieg hat. Also, ich meine. Rom was als gegen, Rom. Was gegen Rom schon echt beeindruckend ist. Ja, wobei Rom hat erst nach Griechenland waren die richtig, weil die haben weil ja immer da das übernommen. Die Kampfstrategien übernommen genau. Haben mit dem Fahrlein, beziehungsweise mit dem Schildwall haben sie ja eher genommen. Dann. Genau, ja. Okay, ich glaube aber, bevor wir jetzt hier groß Zeit schinden. Ah ja. Weil eigentlich kann ich, glaube ich, nicht mehr wirklich viel machen. Mhm. Nachdem ich keine Agentin rekrutieren kann. Ruhe. Sie hat jetzt ein Ende. Weil du ja schon ein Sturm hast. Braut sich oh, zusammen. Apropos Arena, ich hab doch da so eine Freundin, oder? Der euch davon reicht. Stimmt, da war ja was. Aber ich glaube, die mag mich gar nicht so. Hab ich letztes Mal nicht eine neue dann gesucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, aber Galatien erklärt mir gerade den Krieg. Oh, das ist interessant. Warum das denn? Die sind Ewigkeiten weit von mir weg. Naja, einmal über den Deich gehüpft und fertig. Und ich wollte letztes Mal noch mit denen handeln. Echt, die erklären dir den Krieg? Ja. Da hast du ja einen Grund mehr, auf meine Seite des Kontinents zu kommen. Ja, nur ist da drüben halt absolut eigentlich nicht mein Zielgebiet. Es ist, Naja, wir haben hier, auch Eisen. Wir haben hier auch Eisen. In der Wüste. Naja, in der Mazaka, das sind die ich nicht angreifen will. Unsere Armeen unbesiegbar. Das Feld wird vor unserer gemeinsamen Macht erzittern. Und jetzt kommt Pergamon wieder mit dem Schutzbündnis. Ja, der gibt auch echt nicht auf, oder? Die Weisheit dieser Entscheidung ist mir verborgen. Und ich fürchte, sie wird zu Missverständnissen und Unzufriedenheit führen. Okay, Syrakus macht interessante Sachen jetzt. Ja, Syrakus geht jetzt rüber nach Rom. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das weiß ich, dass du das gesehen hast. Du hast es erst... Nee, weil wegen den Handelsdingern. Ja, genau. Ja. So, Frieden verhandelt Sagartien und Parthien. Interessant. Keine Ahnung, wo die liegen. Wahrscheinlich bei Parthien. Namneten. Namneten. Was für ein Name. Namneten. Wie nenne ich mein Reich? Namneten. Oh ja. Das klingt lecker. Namneten. So. Nami. Nami. So bescheuert. So, warte, die brauchen noch 2 Runden, dann kann ich denen nochmal ein paar Nahkämpfer geben. Ha. Ja, das ist sehr blöd, weil hier ist die öffentliche Ordnung so miserabli. Wieso denn? Kulturelle Unterschiede sind noch zu groß, ja. Ich baue ja schon Tempel. Jetzt wartet mal. Jetzt wartet mal. So. Wenn ihr erst die Schönheit unseres Volkes und unserer Religion zu Gesicht bekommen habt. Was geht denn mit dir jetzt ab? Keine Ahnung. Tempel sind die Lösung für alles. Achso. Warte, hier oben habe ich doch so einen Würdenträger. Würde es dir was ausmachen, hier runter zu schnabulieren? Schnabulieren. Schnabberadatsch. So.
Kusch, willst du dich mal aus Alexandria kuschen und mir den Krieg erklären, bitte? Wo bist du? Kusch, Kusch, Kusch. Hier. Willst du mein Schutzbündnis? Satrapie? Nö, will dann nicht, natürlich nicht. Dann Krieg? Tut mir leid. Nee, tut's nicht. Oh nein. Es tut mir so leid, aber... Nee, doch. Eigentlich nicht. So, ich hab's ja schon vorbereitet. Ich hab hier mal was vorbereitet. Oh nein, ich hab meine Veteranen stehen lassen. Nein. Ups. So, wieso ist hier jetzt minus 1? Sklaven. Warte, warte. Ich will hier aber öffentliche Ordnung wieder hoch. Ich habe hier auch eine ziemlich lustige Idee. Warte mal. Die Blauen haben ja hier viel zu viel Macht. Deswegen hole ich mir mal flup, flup, flup. Eine kleine Flotte mit irgend so einem Blauen als General und der schnabuliert dann irgendwo. Entschuldigung, ich hab's gerade mit schnabulieren. Ich finde das Wort so lustig. Schlümpfe. Haut dann einfach mal so einen Schlümpfe um die Ohren. Okay, ich hab verstanden. So, Petra. Die Sarah hätte jetzt anders geantwortet, aber es ist... Ist das ein Insider von euch? Nee, Schlümpfe nicht, aber die Sarah hätte anstatt ich habe verstanden was anderes gesagt. Und das wäre ein Insider. Okay, okay. So. Insider entstehen aber auch eigentlich immer richtig, richtig dumme Arten. Ja, das stimmt. Ah, ich wollte ja noch meiner Freundin Hallo sagen, warte mal. Arvena. Arvena? Arvena. Da. Arvena. Wer ist das denn? Meine Freundin ist weg. Ih. Es ist ja so ein hässlicher alter Typ. Ich bin ihr Vater. Ich bin ihr Mädchen los. Wer sind sie? Das ist jetzt ein... so ein fetter Schnauzer. Ah, Ikena. Ich glaube, das war meine neue Freundin. Seid gegrüßt, mein Freund. Die ist auch viel netter. Die mag mich. Zu Ärger oder Zustimmung an. Tobi, der Seleukiden-Playboy. Aber sowas von. Nee, ich spiele mit meiner Macht, weil, Ja, du spielst. Gut, ja. Warte, wo ist Rom? Ich sage dazu jetzt einfach mal nichts. Nein. Vor allem, ich spiele mit meiner Macht. Also, noch blöder kann man es ja gar nicht sagen. Ja? Okay. Also, ich würde sagen, auch viel sexistischer geht nicht mehr. Willkommen, werter Freund. Ich bin sicher, eure Worte ehren sowohl euer als auch. Oh Gott, okay. Warte mal. Rom mag mich eigentlich ziemlich. Mich nicht. Warte mal. Alter, die haben sogar militärisches. Ihr werdet sehen, dass militärischen Zugang. Akzeptiert. Nicht der Angriffspakt? Mögen die auch. Wir begrüßen. Willst du vielleicht Sparta den Krieg erklären? Warte mal. Das könnte dann tatsächlich interessant werden. Aber ich habe Rom schon mal platt gewalzt. So, warte mal. Ich glaube, bevor wir dann zu dir gehen, beenden wir auch die Folge wieder. Wir sind bei 25. Und ich glaube, ich habe dann auch hier soweit alles. Der eine Admiral tut mir echt leid, der ist gerade bei Britannien oben. Und da schneit es. so ein Südländer, der oben eben irgendwo versauert auf dem Schiff. Der Arme. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder und... Ja, nächstes Mal werde ich mit meiner Full-Stack-Armee vor Sparta stehen. Trigger!
Wuhu! Und dann stehe ich wirklich da. Nee, okay. Ciao. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wie komme ich innerhalb von einer Runde bis da ganz oben? Nee, okay. Du merkst, warum ich gespannt bin. Gut. Tudu.